aber genug. Ich werde ein Monster erschaffen, das ein Ende macht mit allen Monstern. Und ich werde es losschicken, dass es alle Drachen vernichtet, sogar die Kleinen. Ja, ja, es wird sie zertrümmern, sie zerquetschen und sie zerbersten. Oh ja, sie auslöschen, sie zerbrechen und sie zerschmettern und sie aufreißen. Aber wird sie das nicht umbringen? Das spielt keine Rolle, solange ich noch ihre Flügel einsammeln kann. Was? Die ganze Zeit über wolltest du nur ihre Flügel? Sicher doch, du unwissendes Mädchen. Ich brauche sie für einen Zauber, so dass ich ewig leben kann. Warte eine Sekunde, einen Zauber? Was hast du denn gedacht, was ich mit den ganzen Drachen vorhabe? Einen Zoo eröffnen? Du sagtest, es wäre genug, sie in unserer Welt zu haben. Von umbringen war nie die Rede. Ich muss sie nicht umbringen. Es hält sie lediglich davon ab, so viel rumzuzappeln. Du bist schrecklich. Warum habe ich nur je auf dich gehört? Dummes, unverschämtes Gör. Ich werde sie mir vornehmen, sobald ich mit dem Drachen fertig bin. Nun, wo war ich stehen geblieben? Ah, ja. Dies könnte unser letzter Kampf sein, Spyro. Die Zauberin plant, mit diesem Monster ihre Feinde bis aufs Letzte zu vernichten. Angefangen mit uns beiden. Aber ach, es ist keine Zeit für Grübeleien. Eine Schlacht wartet auf uns. Ich werde danach streben, dir zu helfen, indem ich dich ständig mit explosiven Geschossen versorge. Ja! Der Kampf finde ich relativ einfach. Ich weiß nicht warum. Ich finde ihn noch einfacher als den zweiten Teil. Wir haben nämlich einmal rote Munition. Und einmal grüne. Die grüne ist dafür da. Ja, genau. Verfolgt mich mal. Ja. Die grüne, davon haben wir nur eine. Die zieht aber auch, glaube ich, mehr ab. Okay. Naja, komm. Krebse hier. Wo hast du die Munition für mich fallen lassen? Da, okay. Oh, das war verschwenderisch. Was ist denn noch? Oh, ich war wohl zu nah dran. Ach, scheiß doch drauf, ey. Okay, kann man die Grünen dann mitnehmen. So kann sein, der geht doch in die Luft, oder? Bäm! Lass mal was Rotes fallen, das ist einfacher für mich. Aber nein, immer nur was Grünes. Oh, wird eingesammelt. Ah, okay, da haben wir was Rotes jetzt. Aber wenn wir was Rotes haben, dann wechselt das immer um. Och, Göttchen, ey. Ja. Danke. Danke, Bentley. Komm. Tot! Ein einfaches. Sag doch, das ist der Gegner so einfach. Der ist wirklich einfach und zwar für Jax. Boah! Geiler Feueratem. Ein Nummer 105. Hi Bianca, hast du noch mehr Essen? Ich sterbe vor Hunger. Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Zauberin aufhalten. Sie hat vor, alle Drachenjungen zu töten. Warte, wieso sollte ich dir glauben? Das könnte eine weitere Falle sein. Du steckst in einem Käfig, du Pelzkopf. Warum sollte ich dich dann überhaupt rauslassen? Ich weiß nicht. Ihr Zaubertypen könnt hinterlistig sein. Schau, ich hatte nie vor, den Drachen zu schaden. Komm jetzt, wir haben keine Zeit hierfür. Und damit sind wir in der letzten Overworld. Und zwar in Mitternachtsberg. Spyro, ich weiß, dass du mir nicht vertraust, aber ich möchte dir helfen, die Zauberin aufzuhalten.
Es gibt eine Möglichkeit, das versteckte Tor zu ihrem Versteck zu öffnen, aber wir brauchen einen starken Zauber dafür. Wenn du noch ein paar Dracheneier finden kannst, denke ich, dass mein Zauber stark genug sein wird, das Tor zu öffnen. Ich komme zu dir, wenn du genug Eier hast, okay? Ja, und das sind genau 100 und die haben wir auch schon zusammen. Das heißt, wir könnten rein rechnerisch schon die Zauberin eliminieren. Ja. Aber... Nee, ich weiß nicht. Wir machen jetzt noch Mitternachtsberg, dann machen wir im nächsten Part, dann fangen wir mit den Sparksfeld. Im Abendsee, genau, das müssen wir noch machen. Dann hätten wir das auch schon soweit komplett. Oh, nee, oder doch besser, wir machen es anders diesmal. Wir befreien erstmal den Agenten. Ja, ja. Ja, es gibt ja einen Agenten. Und geile Mucke. Und Eierdiebe auch. Also wir machen jetzt noch Mitternachtsberg. Im nächsten Part machen wir dann den Agent, das Agent-Level. Und dann kümmern wir uns um das Sparks-Level. Und ich glaube, dann machen wir schon die Zauberin. Oder? Machen wir das so? Machen wir so, ja. Bei Mike ist die Level in der Mitternachtsberg. Jetzt sagen wir mal bis zum Schluss. Obwohl, ganz zum Schluss geht's eh nicht. Ja. Ganz zum Schluss können wir die Zauberin gar nicht machen. Ha, was erzähl ich denn da? Ha, ha. Aber wir nähern uns so langsam, aber sicher immer mehr dem Spielende. Ja. Okay, bei 70% ist es logisch, dass wir uns langsam das Spielende nähern. Ich tippe mal auf 3 Aufnahmesessionen vielleicht noch, die ich machen muss. Ja, vielleicht kann Billy uns das genauer sagen. Ja, ich denke mal 3 noch. Also wie viel Eier sind es jetzt noch? Ich glaube 40. Ja. Bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, ob das wirklich 40 sind. Aber hier gibt es noch einige Level, die haben es wirklich in sich. Das kann ich euch jetzt schon mal vergewissern. Ja, also hier gibt es... ich glaube 3 Level, die ich nicht besonders... Ich mag die Level allgemein in Mitternachtsberg nicht. Ja, das fängt schon bei Dino mal an. Ja, das klingt jetzt... nicht gerade einladend, ja, weil da schon Dino drin steht, das Wort, aber nee, es geht einfach nicht. Du hast es geschafft, Spyro. Du hast genügend Dracheneier gefunden, damit ich das Tor öffnen kann. Nachdem ich es geöffnet habe, kannst du dich der Zauberin jederzeit stellen. Sei aber vorsichtig. Sie wird dich erwarten. Ja, also wie gesagt, bei 100 Eier könnt ihr das machen. Ihr müsst die Zauberin besiegen vorher schon mal, damit ihr in die vierte Sparks-Welt kommt. Das ist eine Bedingung, ja. Also man muss immer den Endgegner, der für die Oberwelt erledigt, haben, um in die Sparks-Welt zu kommen. Das ist hier da so ein bisschen das Geheimnis im Spiel. Ja. Deswegen werden wir die Zauberin vorher machen müssen. Wenn sie dann irgendwo einbauen. Ich denke mal, nachdem ich alle Mitternachts Berglevel hinter mir habe, kommt dann die Zauberin schon. Und dann kommt halt... vierte Sparks-Level halt dann dran. Und ja, dann haben wir alles. Soweit ein Fluglevel erwartet uns noch. Hier ist nämlich das vierte Sparks-Level. In meinen Augen das geilste von allen. Ja. Ich hab ja Geld gesehen, was ich da übersehen habe. Aber ich will heute die Aufnahmesession beenden. Dann habe ich meinen Zeitplan ein bisschen wieder aufgeholt. Eigentlich wollte ich das am Montag aufnehmen, alles. Aber irgendwie, nee. Nicht so wirklich Lust schon, aber körperlich leicht angeschlagen. Sagen wir es mal so, ja. Sagen wir das mal so. Und deswegen habe ich es dann doch nicht gemacht. Deswegen muss ich das jetzt alles am Dienstag, nachholen. Und wenn ich dann nur an Mittwoch denke, dann wird es nochmal richtig brutal. Vor allem bei der Frühschicht dann. Hier ist dann wirklich, wenn wir alles haben, 149 Eier und 15.000 Edelsteine, dann haben wir hier auch nochmal ein schönes Tor. Das geheime Level. Quasi. Oh, ich mag die Musik, ey. Ich glaube, das merkt man auch ein bisschen. So, ich hoffe, wir haben jetzt gleich 400 Edelsteine. Fick dich doch einfach, ey. Guck mal, Spyro, was ich hier habe. Es ist eine lebensgroße Weltraumaffen-Actionfigur mit voll funktionsfähigem Laser. Ich würde ihn ja gern rauslassen, damit du mit ihm spielen kannst. Aber die Zauberin hält ihn für eine Gefahr. Ich halte dich auch für eine Gefahr, ja? 1300 Zahlen, um den Affen zu befreien. Lass ihn frei.
Du hattest schon immer eine Schwäche dafür, kleinen albernen Wesen zu helfen, nicht wahr, Spyro? Ich nehme an, es kann nicht schaden, ihn freizulassen, oder? Ich bin frei! Danke, Spyro! Oh, sag, hast du jemals einen Bär tanzen sehen? Nein. Es ist ein Glückstag! Schau dir das an! Tänzer nicht, aber keine Ausdauer. Zu schade, ich hätte noch Munition. Ich habe alles gehört, wie du die Zauberin und ihre Armeen bekämpft, ihnen allen in den Hintern getreten hast. Wünschte, ich könnte noch bleiben, aber meine Heimatwelt wird seit meiner Gefangennahme von Rhinochsen überrannt. Wenn du die Zauberin triffst, sag ja, ich werde dir bald Tanzstunden geben. Sehr bald. Du weißt, was ich meine, Aber sicher. Bis später. Also für so einen Affen war der relativ billig, ja? Also der weiß schon, wie man die Leute unterhält, so ist Bugs. Boah, es ist doch Edelsteine für mich, ja? In welchem beknackten Bereich dieser verlassenen Welt? Hä, hinter mir? Nee, vor mir, wie soll ich sagen, hier noch. Okay, wo noch? Natürlich! Wo noch? Okay. Oh, okay, das waren alle. Also, beim nächsten Mal machen wir dann wirklich das Level von dem Affen hier. Von unserem neuen Affenfreund. Und zwar im Agent 9's Labor. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder ist, Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon.